Willkommen bei einer weiteren Folge unserer Growth Talks. Wir stellen regelmäßig Personen und Projekte aus der digitalen Welt vor. Zentrales Thema unserer Unterhaltung ist eigentlich immer das Thema digitales Wachstum, sprich, wie kann ich digital nachhaltig wachsen und erfolgreich sein. Wir versuchen, mit euch Wissen aus der Praxis zu teilen, gepaart mit spannenden Einblicken in die tägliche Arbeit unserer Gäste. Zudem möchten wir ein bisschen Einblick in umgesetzte Projekte geben. Deswegen auch gleich die Überleitung zum heutigen Gast. Silvia Pfeiffer, Unternehmensberaterin bei HGV und verantwortlich für die Tabina Hotels. Silvia, schön, dich zu Gast zu haben. Danke, dass du dir Zeit für ein kurzes Interview nimmst, wo wir uns gemeinsam den Relaunch der Tabina Hotels anschauen. Silvia, das Wort an dir, dann würde ich vielleicht kurz... Ja, hallo Daniel, danke für die Einladung. Vorweg ganz eine kleine Korrektur, Unternehmensberaterin bin ich jetzt nicht wirklich. Okay. Ich bin Mitarbeiterin von der Unternehmensberatung im HGV und dort für die Geschäftsführung für die Vitabina Hotels zuständig. Seit, okay, ja, jetzt fast 3 Jahren. Mhm. Du kommst ja aus der Agenturbranche, richtig? Bitte? Du kommst ja aus der Agenturbranche, ja. Genau, ja. Unsere Wege haben sich vorher auch schon gekreuzt. Genau. Okay, vorher ein Jahr bei einer Agentur in Bozen, ja. Stichwort Vitabina. Ein Projekt, welches wir als Zeppelin jetzt schon, glaube ich, seit über 10 Jahren digital begleiten dürfen. Wirklich eine tolle Kooperation von Südtirol Hotels und Gastgeber. Wenn man von Vitabina spricht und denkt, ich habe mir gedacht, wir leben Berge, was so zumindest bei mir im Kopf ist. Kannst du uns ein bisschen etwas sagen, wie ist Vitabina entstanden, wofür steht vor allem Vitabina, was sind Werte, Visionen hinter der Marke? Und ja. Also Vitabina ist entstanden 2006 und damals als Idee, das ist beim Christoph Engel in der damaligen SMG entstanden, als er wollte praktisch Speerspitzen in der Südtiroler Gastronomie, Hotellerie und wollte praktisch für jeden Bereich eine Angebotsgruppe schaffen. Die Vitabina waren ursprünglich die Idee, ist also eine Abgliederung von den europäischen Wanderhotels, auch im lokalen und den italienischen Markt zu bearbeiten. Gleichzeitig sind einmal die Familienhotels mal entstanden, ein paar Jahre später die Wiener Hotels. Und bei den Vitabina, weil es halt verstehen oft die Leute nicht so wirklich, was es jetzt eigentlich heißt, waren halt eben Berg, Natur, Berg Natur, die Bewegung und die Ernährung ein wichtiges Thema. Also es war aufgebaut auf die 3 klassischen Säulen, Aktivangebot, Ernährung und Wohlfühlen. Und ja, Nachhaltigkeit, Natur, Regionalität hat allem schon eine wichtige Rolle gespielt, ohne das Wort beim Namen zu nennen. Und das ist jetzt so seit 3, 4, 5 Jahren, kann man sagen, glaube ich, intensiver geworden. Kurz vor meiner Zeit ist auch mal eine Eco-Label-Zertifizierung dahingehend entstanden. Und eben jetzt haben wir zusammen eine Positionierung gemacht und haben eine Profilierung, ja, weil es war ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch. Die USPs waren jetzt nicht mehr so USPs, sondern eher schon fast Standard. Und jetzt haben wir uns da in der Hinsicht schon ein bisschen für die anderen. Mhm. Ja, ich muss sagen, das war ganz, auch für uns ganz ein interessanter Austausch, gemeinsam mit euch, gemeinsam mit Bielow, ne, der was wir da an der Neugestaltung, am neuen Corporate, das sozusagen gemacht haben. Ganz ein interessanter Prozess, um einfach die Marke Vitabina aber spitzer auszurichten, ne, im gesamten Auftritt. Das ist auch ein bisschen so, ich sage jetzt mal, der Einstieg war das bei unseren gemeinsamen Workshops, nicht, wo ja die Frage von unserer Seite ganz nur von gekommen ist, warum machen wir jetzt eine neue Webseite, nicht die bestehende Webseite damals, so lange ist es noch nicht her, nicht, die hat ja gut funktioniert, nicht, aber es hat uns dann relativ schnell einen richtigen Weg gezeigt, gesagt, okay, es gibt einen Markenrelaunch und wir möchten auch den Markenrelaunch auch digital ausrufen. Die Homepage war, glaube ich, seit Bestehen mehr oder weniger in Jahrenkleid, da hast du wahrscheinlich mehr wissen wie. Und es ist halt, es hat halt irgendwie, die Marke hat sich weiterentwickelt und vorbei entwickelt, kann man sagen. Es ist nicht mehr das, wie sagt man, so dargestellt worden, wie eigentlich die Entwicklung weitergegangen ist. Mhm. Der hat auch klare Charakter, einfach das wie bei Wiener war nicht ganz spürbar. Nicht? Also halt, haben wir dann einen gemeinsamen Austausch relativ schnell erkannt, dass das neue Corporate da einfach nur spezifisch und nur detailliert auf die verschiedenen Punkte einzahlt. Mhm. Das ist sicherlich ein Punkt, der auch
ich sage jetzt mal, ein Punkt in den Workshops, den wir öfters besprochen haben, was uns dann dazu geführt hat, dass wir die Webseite neu gedenkt, neu skizziert und neu gemacht haben. Ich glaube, jetzt schauen wir uns ein bisschen die Webseite mal an, dass wir von der Theorie ein bisschen in die Praxis reinkommen. Blenden wir da mal die Webseite. Eben, und deshalb war uns der ganze Relaunch wichtig, also das Logo und auch auf der Homepage und auch in der Geschäftsausstattung, weil das Vorherige, wie du gesagt hast, hat zwar gut funktioniert, aber hat uns nicht mehr so dargestellt, wie es eigentlich ja, so gefühlt ist. Ja, ich sage jetzt, Die Werte haben sich jetzt nicht großartig geändert, es ist aber noch mehr in die Tiefe gegangen. Also, wie gesagt, es ist jetzt das Wir-Leben Berge gibt es immer noch. Es Wir, der Gastgeber, ist ganz stark im Vordergrund. Das ist uns auf der Homepage gut gelungen. Einfach die Leute dahinter, die dahinter stehen, weil sie sind ja sozusagen die Testimonials, die Wissensvermittler. Leben greift wieder die Natur, die Nachhaltigkeit auf. Und Berge ist jetzt nicht leider nur mitten, sondern die ganze Südtiroler Landschaft. Und deshalb haben wir gesagt, unser Claim funktioniert eigentlich und umfasst es extrem gut und dann haben wir es beibehalten. Ja, weil das ist ja die große Herausforderung, war ja ein Portal, was davor ziemlich überladen war. Nicht? Natürlich im Laufe der Jahre sind immer Sachen dazugekommen. Es sind verschiedene Vitalpina-Programme dazugekommen mit Durchatmen und so weiter. Und natürlich die Seite, die alte Seite, war recht überladen. Und ich glaube, ein Ziel war auch, die Reduzierung im ersten Moment wirklich auch hinzubekommen, dass man sagt, beim Menü zum Beispiel habe ich wirklich die drei wichtigsten Einstiegspunkte, die Vitalpina Hotels, die Urlaubspakete und das Versprechen, also schon das Wort Versprechen symbolisiert einiges, nicht? Wo es um die Qualitätsgarantie und Qualitätsanspruch geht, dass ich wirklich die drei Hauptpunkte immer präsent haben und alle anderen Punkte wirklich übers Menü abrufbar sein. Nicht? Und man sieht auch, dann wirklich den emotionalen Impact, das, was ich über ein Foto oder über ein Video gleich schaffe und somit den Besucher eigentlich sofort emotional abhole und für mich gewinne. Immer präsent und das ist ja, glaube ich, neben der Gestaltung, neben dem neuen Corporate Design natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass ich die Hotel-Anfragen-Button bzw. im primären Call to Action jederzeit präsent und jederzeit sichtbar habe. Nicht? Weil natürlich von eurer Seite ist natürlich auch der Gedanke bzw. von den Mitgliedern kommt danach. Ich sage jetzt mal, die Website muss natürlich auch mehr Anfragen, mehr Buchungen liefern, klarerweise. In der Zeit vielleicht ein bisschen schwierig, wenn wir auf Anfragen und Buchungen sprechen. Gut, wenn wir ein bisschen weiter rausscrollen auf der Startseite, nicht, dann haben wir den Indoor-Bereich, wo wir wirklich dann ausspielen, wer seien die Vitalpina Hotels. Nicht. Ich glaube, da haben wir auch gesagt, wir möchten nicht mit Fakten sofort spielen und sagen, okay, wir haben jetzt 240 Saunen und 63 Ruheräume, sondern da glaube ich, ist uns auch gemeinsam gut gelungen, das Wider mit Alpina Hotels wirklich spürbar werden zu lassen. Du hast ja vorher schon kurz angekündigt, dass wir leben Berge, wir lieben Natur noch als Zusatz da anführt. Nicht? Die Headline ist wirklich schlicht gehalten, aber durchdacht. Sie besteht einerseits aus dem Claim, der Essenz der Marke und den Worten, in denen zu 100% Vitalpina steckt. Nicht? Wir die gleichgesinnten Gastgeber, das heißt, es ist wirklich ehrlich und die Gastgeber stehen dahinter. Das Thema Berge, das Thema Natur, die zwei Hauptprotagonisten von den Vitalpina Hotels und das noch untermalt mit die Leben und Lieben, was einfach zwei starke Verben sein, die das Vitalpina Feeling auf beste Art und Weise widerspiegeln. Nicht? Da ist auch zu sagen, die Texte sind von uns gekommen, aber ganz, ganz stark auch mit dem Input von eurer Seite und damit Bielow, was schon in Corporate Design einige Richtlinien zum Sprachstil festgelegt hat. Ne? Und somit haben wir dann wirklich eine tolle Sache gemacht. Wenn man weiter ausscrollt, sieht man dann zum Beispiel das Thema Vertrauen, was dann gespielt wird. Das ist ja so, dass die Vitalpina Hotels sich auch natürlich an neue Gäste anspricht. Ne? Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit, nachdem wir emotional abgeholt haben, nachdem wir informiert haben, spiele das Thema Vertrauen. Warum sollte denn die Vitalpina Hotels vertrauen? Ne? Weil sie natürlich ein Versprechen, ein Herz, eine Seele, die Gastgeber sind ein Herz und eine Seele, weil sie Philosophie haben, an die sie glauben und ein gemeinsames Versprechen teilen. Nicht? Ich glaube, Gott beim Versprechen, bei den Qualitätskriterien, Silvia hat es in den letzten Jahren schon auch wieder Anpassungen und Erweiterungen gegeben, richtig? Ja, das stimmt. Also da geht es auch darum, Emotionen zu wecken und ein bisschen die Sensibilisierung und die Achtsamkeit und die Werte einfach zu vermitteln. Und eben der respektvolle Umgang. Jetzt bei den Qualitätskriterien, weil du es gerade sagst, sind wir jetzt einen ganz großen Schritt weitergegangen und sind jetzt Mitte Dezember
2020, das heißt offiziell mit 1. Januar 2021, sind wir als Hotelkooperationsgruppe alle 32 Betriebe in dem Klimaneutralitätsbündnis beigetreten. Und das ist künftig auch ein Qualitätskriterium für neue Mitglieder. Und auch noch mehr verstärkt die regionalen Kreisläufe, indem wir die Einkäufe dann auch kontrollieren, weil es uns wirklich wichtig ist, die lokale Wirtschaft, die lokalen Produzenten, die Wege verkürzen, einfach die Natur nicht nur im Sinne die Natur erleben, sondern auch die Natur aufs Teller holen. Und das, glaube ich, macht euch schon mal im lokalen Raum absolut einzigartig. Ja, sag mal, ich glaube, in der Form am weitreichendsten kann die. So, wir sind nicht so hardwarelastig, vielleicht wie andere, und für Software denke ich mal schon da. Die Emotionen und da einen Gast mitzunehmen. Und selber, glaube ich, gelingt uns jetzt auch gut durch die Bildsprache da. Eins ist mir rausschicken über unsere Kommunikation und dann wird er auf der Homepage auch nochmal abgeholt und dann im besten Fall läppert das in jedem unseren Betrieb dann auch noch weiter. Genau, das ist natürlich das Ziel und idealer Abschluss. Ne? Ansonsten auf der Startseite setzen wir auch wieder die tollen Bilder, die was vorhanden sind, auch ein, indem wir mit den vielen emotionalen Brecher spielen. Das heißt, wir haben die verschiedensten Bereiche auf der Startseite, natürlich als ersten Einstieg zu den Unterkünften. Auch dort wieder spielen wir mehr mit dem Thema Inspiration, wie du ja schon genannt hast. Nicht? Das heißt, wir sagen nicht sofort, okay, das sind jetzt die Hotels, sondern wir sagen, kommst eher über die Themen, suchst du mit Alpina Hotels direkt an der Piste. Möchtest du einen Urlaub für den Frühling, dort schlagen wir dir 14 Hotels vor für den mediterranen Frühling. Oder da gibt es noch weitere Beispiele, zum Beispiel das Thema Vitalpina Hotels für Yoga-Fans. Das waren dann wirklich Hotels, Vitalpina Hotels, die zum Thema Yoga spezialisiert sind. Unterhalb dessen, ich glaube, so einen ganz interessanten Punkt für die Vitalpina Hotels, neben den schon genannten Punkten, ist das Thema Loslasserprogramme, das, was wir da in Einstieg bieten. Und die verschiedenen Themen. Nicht? Vielleicht etwas zu den Loslasserprogrammen. Ich glaube, das ist ganz ein interessanter Punkt da, dass man sehr vielleicht ins Kurz anschauen bzw. ins was dazu erzählen kannst. Also die Loslasser ist ein Teil schon vor meiner Zeit entstanden. Das war einfach so eine Zielgruppendefinition. Und da waren eben die Loslasser mit dem Durchatmen und Waldbaden. Und das hat sich jetzt über die letzten 3 Jahre, wo ich es begleite, extrem bewährt. Es geht einfach darum, mal nicht mehr unbedingt so auf jeden Berg zu rennen, sich ständig zu trecken und einen Gipfel nach dem anderen, sondern einfach mal, ich gehe in die Natur raus, ich gehe mal in den Wald rein, ich lasse mal los, ich tue mal entschleunigen. Einmal das bewusste Wahrnehmen von der Umwelt, einmal barfuß einigen. Also das hat extrem einen guten Anklang gefunden und bei den Leuten, ja, da haben wir auch eine eigene Kommunikations- Maßnahmen gemacht und haben so eigene Broschüren rausgebracht. Das ist aber irgendwie eine kleine Tat mit einem ganz großen Effekt. Und das kannst du überall und jederzeit tun und viele Leute nehmen das dann auch mit heim. Und ja, und das ist das Ideale, wenn das dann noch nachhält, sozusagen. Perfekt. Und ansonsten auf der Startseite haben wir noch darunter natürlich auch das Thema der News, wo wir gemeinsam gesagt haben, okay, das sind zukünftig die Bergstimmen, wo wir einfach News, Geschichten rund um die Marke Vitalpina, rund um die Mitgliedsbetriebe, rund um die Gastgeber teilen. Das können einmal Zitate, Aussagen sein, das können einmal Beiträge aus Instagram oder Facebook sein, wo man sich dann einfach näher, detaillierter, tiefergehend mit den Vitalpina Hotels beschäftigt. Nicht? Dementsprechend das Thema Storytelling ist ja was, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir zukünftig stärker angehen, vielleicht auch ein bisschen besser angehen, als es bei der bestehenden Website war. Nicht? Und da wirklich auch die Marke Vitalpina nochmal stärken, indem man Beiträge rund um die von dir angesprochenen Themen spielt, sei es Nachhaltigkeit, sei es einfach das Regionale, das Aktive und so weiter. Nicht? Dann, ich glaube, ein Punkt, was wir uns auch lange angeschaut haben und wo wir uns auch damit beschäftigt sind, ist natürlich der Konversions. Das heißt, wie sozusagen welche Wege macht denn ein Besucher, damit er zum richtigen Hotel oder zum Hotel seiner Wahl kommt? Da ist die Hotelliste. Da gilt es vor allem natürlich, die verschiedenen User-Typen anzusprechen. Das heißt, jeder von uns hat ja ein bisschen andere, ja, ich sage jetzt mal, Erwartungen an der Liste, hat einen anderen Weg, was er bevorzugt. Nicht?
Dementsprechend ist es wichtig, dass ich eigentlich alle User-Typen anspreche. Ich spreche einen visuellen User in der Liste und aber sage, ich möchte mir mal mehr Fotos zu dem Betrieb anschauen oder mich spricht zum Beispiel das Foto mehr an. Ich habe den preissensiblen User, der was eher um Preis geht und sagt, okay, 90, 92, 95 Euro darf es kosten, mehr soll es nicht kosten. Ich habe einen technischen User, der vor allem die Informationen zur Unterkunft, wo befindet sich die Unterkunft, was bietet sie mir, das er vor allem da findet. Nicht? Und dann auch wenn man nennen Social User, heißt ein bisschen der, der was aufs Prinzip der sozialen Bewertheit setzt, sprich für den vor allem die Bewertungen ein wichtiger Punkt sein. Nicht? Und die Elemente versuchen wir auch in der Liste anzuführen, damit man im Besuch auch, ich sage jetzt mal, die Wahl, die Qual der Wahl, will ich es jetzt nicht nennen, aber halt bei 35 Unterkünften natürlich auch für einen Besucher dementsprechend die richtigen Merkmale zu setzen, damit er seine Wunschunterkunft findet. Ne? Und ich glaube, wenn wir gerade da sprechen für die Unterkünfte, es sind wirklich viele, viele tolle Hotels. Auch das Bildmaterial ist wirklich mittlerweile sehr, sehr gut. Da glaube ich, sind auch im Vergleich zur bisherigen Seite viele neue Fotos hinzugefügt worden. Richtig, Silvia? Ne? Auch das Thema Video, was wir uns dann zum Beispiel auf einer Seite mal anschauen. Gehen wir mal auf eine Seite ein. Ne? Schauen wir uns die Detailansicht an. Bei der Seite. Und da sehen wir wieder natürlich die massive emotionale Ansprache. Ne? Die haben eigentlich immer die Möglichkeit, mir eine Fotogalerie anzuschauen zu dem Hotel. Und da waren die Gedanken, dass man sagt, okay, man macht nicht nur eine klassische Fotogalerie, man unterteilt es in Impressionen, wo ich allgemeine Fotos zum Haus habe, einen Einblick in die Zimmer. Das Thema Bewegung und Berge, was ja auch eine Säule der Vitalpina Hotels ist. Und schlussendlich auch das Thema Genuss und Gesundheit und Relax und Natur. Das heißt, wir greifen eigentlich bei der Fotogalerie wieder die drei Säulen, die eigentlich immer schon Kennzeichen von Vitalpina waren. Richtig, das Thema aktiv, oder? Aktiv in der Natur. Wir kommunizieren immer sehr wenig Säulen, aber die ursprünglichen Bausteine sind da eben noch enthalten, genau. Mhm. Und natürlich, falls vorhanden, auch die tolle Möglichkeit, das Video direkt einzubinden, nicht? Was natürlich nochmal mehr an Emotionen vermittelt und vor allem auch die Gastgeber, was wirklich auch selber präsent sein, ob im Video oder auch als, ich sage jetzt mal, dass sie sich dort zu Wort melden und das Hotel aus ihren Augen vorstellen, was ist die Besonderheit, für was stehen wir und was erwartet die bei uns. Nicht? Ich glaube auch das heißt, hinter jedem Vitalpina Hotel steht wirklich ein Gastgeber, der wirklich von der Philosophie überzeugt ist. Ne? Weil er sonst kann er ja nicht die ganzen Qualitätskriterien erfüllen. Genau. Genauso gut ist es natürlich auch so, dass die Hotels sich insgesamt unterscheiden und dementsprechend die Besonderheiten der Hotels, er muss natürlich die Seite auch nach außen tragen, um dem Besucher wieder zu sagen, okay, dieses Hotel steht für die Alleinstellungsmerkmale, ein anderes Hotel hat andere Alleinstellungsmerkmale. Dementsprechend ist nur bei uns, also ein bisschen Abgleich aus Information und Emotion, wo die Besonderheiten des jeweiligen Hotels dargestellt werden. Wie gesagt, das ist jetzt mal ein bisschen ein schneller Einblick in die Website, wo wir uns mal die Hotelliste, die Hoteldetail und die Startseite anschauen. Ich hoffe, jetzt habt ihr auch schon ein bisschen Feedback zu der Website insgesamt gekriegt. Ja. Wo sind so die Punkte, was genannt worden sein, was man verbessern könnte oder was Ideen für die Zukunft gibt? Also jetzt die Resonanz war jetzt durchaus sehr positiv, also dass es extrem gut umgesetzt worden ist. Also jetzt haben wir gleichzeitig einen Katalog überarbeitet, der ganz ähnlich aufgebaut ist. Die Farben, für die Bilder, einfach für die Bildsprache. Es sind noch so ein paar technische Feinheiten zu klären, aber ich denke, es ist eigentlich alle weil eh die beste Zeit und auch, es ist meistens, du warst selber schon am besten, wenn man eine Seite umstellt oder neu macht, dann ist schon mal ein Einbruch. Das haben wir jetzt durch die Situation wahrscheinlich nicht so arg spüren. Und hoffentlich, wenn das Ganze vorbei ist, dass es in die Vollen starten kann. Nein. Aber wie gesagt, ein paar Sachen, die vielleicht auch für die Gastgeber noch ein bisschen umzugewöhnen sein, weil sie so einfach von der alten gewöhnt sein, heißt ja mehr so jetzt interne technische Sachen. Und sonst. Ja, ich glaube vielleicht bei den Gastgebern, dass man so ein bisschen mehr Text rein tun. Wir haben auf dem Plan, dass man Kurzvideos dran geht und dass man die wirklich dann in die Hotels zur Verfügung stellt, auch für die Socials. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt seit knapp einem Monat die Seite online.
Von dem her ist es noch ein bisschen ein junges Baby und wird jetzt nachher in den nächsten Monaten sicher, ja, werden wir unsere Freude noch mehr. Genau, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Website ist eigentlich nie fertig. Nicht? Das heißt, mit dem Online-Gang beginnt manchmal erst die Arbeit. Ja. Also, in seinem Moment habe ich auf alle Seiten Nachrichten gekriegt und das und das und so. Ich habe gar nicht mehr ganz gestanden, viele Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen. Ah, okay. Zwischen ja. WhatsApp, Mail und so weiter. Mail, WhatsApp, Teams, E-Mail, Telefon. Ja. Okay, also die ganze Bandbreite. Die ganze Palette. Na, ich glaube, die 20 Minuten sind eigentlich gleich um. Silvia, mal ein dickes Dank an dich für deine Gedanken und vor allem für deine Zeit. Bevor wir dich verabschieden, vielleicht noch zum Abschluss ein paar schnelle Fragen, beziehungsweise ich werde zwei, drei Satzanfänge nennen und du kannst mir die von deiner Seite vervollständigen. In 10 Jahren wird Vitalbina die nachhaltigste Angebotsgruppe in Südtirol sein. Sehr gut. Ja, ich habe hoffentlich schon. Oder der Inbegriff für die Nachhaltigkeit. Okay, der Inbegriff, genau, mit dem sollte sich jeder sofort verbindet. Mhm. Die neue Website ist vor allem? Treffend. Gut. Die größte Herausforderung war oder ist? Es so umzukriegen, wie wir es im Kopf haben. Ja. Okay. Und dazu gehört der letzte, ich glaube, wichtiger Punkt da, ohne Teamwork kein Erfolg. Genau. Also ich glaube, eine Website, wie wir haben, wieder sagen, macht nicht die Agentur alleine gut. Ich brauche eine gute Zusammenarbeit. Und ich glaube, da sei es, ist sowohl Zeppelin zu nennen, ist natürlich HGR von HGV zu nennen, sind auch die Mitgliedsbetriebe zu nennen. Nicht? Und zu guter Letzt auch Bielow, was ja als Corporate Designer ausgearbeitet hat und auch bei den ersten Workshops dabei war. Nicht? Dementsprechend, nur wenn alle an einem Strang ziehen, nur wenn alle ein gemeinsames Ziel verfolgen, dann ist sowas auch möglich, wie wir jetzt mit der neuen Vitalbina-Website online haben. Silvia, danke für die Zeit und danke. Danke, ciao.